Ja, willkommen zurück zum nächsten Teil in Deutsch in unserer Vortragsreihe Horsch Live. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die neu dabei sind in der Runde: Was ist Horsch Live? Ein voll digitales Seminar, in dem wir eben verschiedenste Themen bearbeiten wollen und wir im nächsten Schritt uns jetzt ein paar Maschinenthemen widmen wollen. Wie immer gilt es hier an der Stelle: Wir wollen Interaktion mit euch. Das heißt, bitte scheut euch nicht, einfach Fragen in den Chat reinklopfen. Wir beantworten die dann gerne im Anschluss an den jeweiligen Vortrag direkt mit den Referenten, um einfach noch tiefer einzusteigen, das ein oder andere Detail rauszuarbeiten. Ja, im nächsten Schritt möchte ich mir den Pflanzenschutz, besser die Pflanzenschutztechnik vornehmen. Ich habe mir dazu zwei Kollegen aus dem Hause eingeladen, den Jens Fehl und den Maximilian Plappert. Beide sind hier im Hause Horsch im Bereich Sales Support beschäftigt und ja, machen Tag ein, Tag aus letztendlich im Bereich Pflanzenschutztechnik Vorträge, Kundenberatungen, Schulungen. Also letztendlich das Personal, die Kollegen, die da wirklich ganz, ganz tief drinstecken, um ihnen Informationen zu geben. Ja, Pflanzenschutztechnik an sich, ich denke, da sind die Anforderungen die letzten Jahre extrem gestiegen. Neben immer besserer Applikation durch immer bessere Gestängeführung, Boom Control hier zum Beispiel als Schlagwort genannt, geht es natürlich auch weiter und wir beschäftigen uns auch immer mehr mit Düsentechnik. Dort sind dann Pulsweitenmodulation zum Beispiel eins der Schlagwörter. Und genau in dem Bereich möchte ich Ihnen jetzt nochmal einen Einblick gewährleisten zu verschiedensten Themen. Ich freue mich auf einen interessanten Beitrag von Jens Fehl und Maximilian Plappert. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich heute zu Horsch Live zum Thema Pflanzenschutz. Mein Name ist Maximilian Plappert. Mein Name ist Jens Fehl. Landwirtschaft der Zukunft bedeutet, man braucht innovative Landtechnik. Für innovative Landtechnik steht das Unternehmen Horsch Leeb, nicht zuletzt mit der bekannten Gestängesteuerung Boom Control. Wir haben Ihnen auch wieder ein paar weitere Ideen mitgebracht, was für uns Pflanzenschutz der Zukunft bedeutet. Zum einen möchte ich gerne nochmal das Thema Bandspritzen aufgreifen, was sicherlich dem einen oder anderen noch aus unserem digitalen Feldtag aus dem vergangenen Herbst bekannt ist. Dort haben wir die Technik vorgestellt und sind auf die Themen eingegangen, warum Bandspritze mit der Flächenspritze zu machen. Ich möchte hier einfach nochmal kurz die Herausforderungen skizzieren. Die Herausforderungen für Bandspritzen sind einmal: Ich möchte die Flächenspritze nutzen, weil sie gut und professionell ausgestattet ist und weil sie auf den Betrieben vorhanden ist. Ich möchte die Reihe exakt treffen und da spielen natürlich Faktoren eine Rolle wie Versatz bei der Saat, wie Abrutschen des Sägerätes zum Beispiel am Seitenhang. Und da haben wir uns überlegt, das Ganze über eine Kamerasteuerung zu führen. Bekannt ist die Kamera aus Haben wir unserer die Frage Hacktechnik und wir schriftlich? haben sie hier jetzt an eine Spritze gebaut und greifen dort aktiv in die Achsschenkellenkung ein. Das Thema Bandspritzen ist angedacht für alle Maschinen, die über eine Achsschenkellenkung verfügen, weil wir über die Achsschenkellenkung eben aktiv eingreifen können. Das Ganze machen wir kameragestützt mit der bewährten Kamera von unseren Transformer-Hacken. Dort greift die Hacke ja auf einen Verschieberahmen ein und hier bei der Pflanzenschutzspritze greift die Kamera eben auf die Achsschenkellenkung ein und lenkt somit immer die Spritze auf das Spritzband. Das sieht man hier im Bild jetzt schön, wie die Lenkung aktiv eben arbeitet. Und sieht hier die Düsen, wie sie exakt auf dem Spritzband laufen. Man kann unterm Kotflügel erkennen, wie sich das Rad bewegt, auch hier in der Draufsicht noch mal gut zu erkennen. Ist für alle Spritzen interessant, die über eine 25er Düsenteilung verfügen, weil ich über die 25er Düsenteilung in der Lage bin, auf verschiedene Reihenweiten der einzelnen Kulturen mich anzupassen. Das sieht man hier schön mit verschränkten Düsen. Das sind 80-Grad-Düsen, die etwas stärker verschränkt sind, um eine Dreiecksverteilung zu liefern, also eine echte Bandspritzung. Wenn man die Düsen dreht, dann ergibt sich eben wieder eine Flächenspritzung. Nicht nur die Idee der Bandspritze ist ein Beitrag in moderne, präzisen Pflanzenschutz, sondern wir haben auch noch mehr Ideen, wie zum Beispiel unsere Neuheit, das Nozzle Plug Control, eine Düsenkegelüberwachung, die dem Fahrer es eben ermöglicht, für noch genaueren Pflanzenschutz im Display zu sehen, ob eine Düse verstopft ist oder ob sie richtig arbeitet.
So, hier an unserem Demoständer können wir uns das System Nozzle Plug Control mal in der Demonstration anschauen. Das System Nozzle Plug Control besteht aus diesen schwarzen Sensoren, die den Düsenkegel messen. Sie messen aber nicht nur den Düsenkegel und seine Ausbreitung, ob er an oder aus ist, sondern sie messen den Winkel hier. Das heißt, wenn hier in der Düse ein Sandkorn wäre und der Düsenkegel nur halbseitig sich ausbilden würde, würde das System einen Fehler ausschmeißen. Das können wir uns jetzt mal hier in der Praxis anschauen. Wir schalten jetzt den Düsenständer ein. Wir sehen jetzt, alle Düsen laufen ohne Fehler, laufen perfekt mit der 3D-Applikation, wie sie von uns bekannt ist, im 25 cm Düsenabstand. Symbolisiert, dass alle Düsen optimal laufen, wird es hier durch die bekannten blauen Balken. Würde jetzt ein Sandkorn in die Düse kommen oder eine Düse verstopfen, wir simulieren das mit diesem Zeigestock mal. Kommt jetzt in dieser Teilbreite hier vorne ein Fehler, dieses rote Kästchen. Das dauert einen Moment, bis dieser Fehler kommt. Warum dauert es einen Moment? Das System gleicht immer mit einem Referenzwert ab und dieser Referenzwert muss 2 bis 3 Mal quasi überschritten werden, dann wird erst der Fehler ausgegeben. Ansonsten könnte es sich ja um eine kurzzeitige Abweichung handeln und das System würde falsch einen Fehler melden. So viel zum Thema Nozzle Plug Control. Wir stehen jetzt vor unserem PT. Der PT ist unser großer Selbstfahrer, der unser Portfolio nach oben abrundet, zur letzten Agritechnica vorgestellt. Und in diesem Zuge haben wir auch unser Precision Spray, unsere Pulsweitenmodulation, vorgestellt, die wir hier verbaut haben, die ich euch mal zeigen möchte. Das heißt, wir haben hier eine 25er Teilung mit einem Pulsmodul an jeder Düse. Das ermöglicht einige interessante ackerbauliche Vorteile. Einer der Vorteile ist, dass ich bei sich änderndem Volumenstrom immer das gleiche Tröpfchenspektrum und den gleichen Druck anliegen habe und somit eine sehr präzise Applikation realisieren kann. Damit kommen noch zusätzliche Faktoren dazu. Variable Rate per Section ist über so eine Technik wunderbar möglich und auch eine Kompensation der Kurven. Das heißt, ich kann innen und außen in den Kurven die Menge variieren. So, zurück an unserem Düsenständer. Nicht nur Nozzle Plug Control, sondern auch das Precision Spray, die Pulsweitenmodulation, die wir jetzt hier simulieren und zeigen können. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten aufgebaut, um Situationen in der Praxis zu simulieren, die Kurvenkompensation, aber auch die Veränderung der Fahrgeschwindigkeit und somit auch die Veränderung der Ausstoßmenge. Und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Hier bei dieser Fahrtaufnahme im Sonnenuntergang haben wir nicht nur eine schöne Atmosphäre, sondern durch dieses Gegenlicht sehen wir auch diesen alternierenden Zyklus unserer Düsen. Das heißt, die abwechselnde Öffnung zwischen Haupt- und Nebendüse ist bei diesen Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Das Abwechseln von Haupt- und Nebendüse, das Alternieren, um hier die perfekte Benetzung und keine Fehlstellen zu generieren, das ist uns hier sehr wichtig. Jetzt beschleunigen wir einmal und sehen, die Düse bleibt immer länger geöffnet und wir haben so die Anpassung an die Fahrtgeschwindigkeit. Kurvenkompensation, schauen wir auf die Düse links einmal, sehen wir, sie spritzt kaum eigentlich und die rechte Düse fast 100% geöffnet. Dadurch können wir Kurvenradien anpassen. Wir haben das jetzt hier exemplarisch veranschaulicht an dieser Folie. Wir sehen einmal auf der linken Seite ohne Kurvenkompensation und auf der rechten Seite mit Kurvenkompensation. Das heißt, wir sehen hier ganz deutlich die Unterdosierung im äußeren Bereich und die Überdosierung im inneren Bereich. Und dann im Gegensatz dazu eben auf der rechten Seite die Kurvenkompensation, wo wir einen einheitlichen Kreis haben und wo wir eine einheitliche Färbung der Fläche haben. Und das können wir uns jetzt dann
live nochmal am Düsenständer anschauen. Wir sehen jetzt hier an unserem Düsenständer die Kurvenkompensation. Das heißt, wir simulieren jetzt hier momentan eine Linkskurve. Das heißt, die Maschine würde jetzt links um die Kurve fahren. Auf der linken Seite sehen wir, dass die Düse sehr langsam pulst. Das heißt, die Schließzeit ist relativ groß, die Öffnungszeit relativ klein und somit kommt relativ wenig Wasser hier raus. Im Gegensatz dazu auf der rechten Seite natürlich die äußere Seite hier des Gestänges simuliert. Hier haben wir fast 100% Öffnungszeit. Das heißt, hier bringen wir mehr Flüssigkeit aus, um eben genau hier diesen Unterschied auszugleichen. Betrachten wir das jetzt nochmal pflanzenbaulich kurz. Der Vorteil hier wäre von diesem System, wenn wir hier die Kurve fahren, können wir innen weniger applizieren und somit die Kulturpflanze vor einer Überdosierung an Pflanzenschutzmittel schützen. Allerdings können wir auch außen, wo wir beispielsweise Verunkrautungen haben, die volle Aufwandmenge ausbringen und dosieren hier nicht unter. Das hat den Vorteil, wir können hier aktiv Resistenzen vorbeugen, nur dadurch, dass wir hier besser applizieren und das Pflanzenschutzmittel sehr genau auf den Punkt aufbringen können. Wir haben jetzt sehr viele interessante und innovative Detaillösungen gesehen. Aber Jens, was für ein Fazit ziehen wir denn jetzt daraus? Ja, Max, das ist eine gute Frage. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir fassen das Ganze jetzt mal zusammen. Pflanzenschutz hat Zukunft im modernen Ackerbau. Pflanzenschutz erfordert allerdings auch Innovation. Da haben wir einige Themen uns ja jetzt heute im Laufe der letzten Minuten angeschaut. Und ich möchte das einfach nochmal aufgreifen, auch zu sagen, Hybridlandwirtschaft ist sicherlich ein sehr interessantes Thema. Man vereint das Beste aus verschiedenen Systemen. Merkt man aber auch gleich, dass Hybridlandwirtschaft im Pflanzenschutz erstmal nur eine Mittelgruppe ersetzt und das sind die Herbizide. Das heißt, für Fungizide und für Insektizide brauche ich als Landwirt weiterhin Lösungen und somit gehen wir eben nach wie vor davon aus, dass die Pflanzenschutzspritze als Applikationsgerät auf jedem Betrieb ein Schlüsselgerät bleibt, was auch Zukunft hat. Sicherlich wird sich das ein oder andere ändern. Die Themen bleiben spannend, wie wir vielleicht auch heute schon gut haben sehen können. Nach einer längeren Pause erhält Bandspritzen wieder eine Renaissance. Also können wir hier abschließend eigentlich nur mitgeben, Pflanzenschutz und Ackerbau haben Zukunft. Zu den Herausforderungen gehört nicht nur die Außenwirkung, ja, auch der gesellschaftliche Druck, der irgendwo da ist, wo wir jetzt gemeinsam die letzten Jahre viel erreichen konnten über Driftreduktion, über Mittelreduktion, was natürlich auch mit dem Stichwort Bandspritzen, ich bespritze nicht mehr die gesamte Fläche, alles in die richtige Richtung geht. Auch Hybridlandwirtschaft ist hier sicherlich ein sehr interessantes Stichwort, was man nennen kann, wo man sagt, okay, man nutzt zum Beispiel anstatt einem Herbizid ein mechanisches Verfahren, aber das geht natürlich noch nicht für jeden Anwendungszweck, also auch für Fungizide, für Insektizide. Dort brauche ich Applikationstechnik. Und somit kann man hier, denke ich, auch zusammenfassend festhalten, dass eine Pflanzenschutzspritze nach wie vor im Ackerbau als Schlüsselgerät nicht wegzudenken ist, egal ob sie konventionell oder ökologischen Ackerbau betreiben. Das heißt für uns, es bleibt interessant. Durchaus. Es bleibt innovativ. Wir warten jetzt, bis sich der Schnee verzogen hat und dann freuen wir uns, Sie wieder auf dem Acker begrüßen zu können. Damit sagen wir bis dahin, vielen Dank und bis demnächst. Ja, dem Schlussplädoyer ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen, der zu den beiden Kollegen vielleicht noch kleines Abrunden des Themas. Ich glaube auch, dass es in Zukunft sehr, sehr wichtig oder weiterhin sehr, sehr wichtig sein wird, dass wir eine Technik haben, wo wir hochpräzise Medien ausbringen können. Ob die dann chemischer Natur sind oder biologischer Natur sind, da bleibt sicher spannend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch unheimlich interessant, an Technologien zu arbeiten,
wo wir noch gezielter sind. Entweder in der Pflanze noch gezielter ankommen, unterschiedliche Blattetagen, da vielleicht ein Stichwort, oder räumlich, wie es die Kollegen schon angesprochen haben, noch gezielter anzukommen. Jetzt darf ich hier im Horsch Live Studio die beiden Kollegen begrüßen. Jens, Max, herzlich willkommen. Nochmal vielen Dank an der Stelle für den super Input zum Thema Pflanzenschutztechnik. Sehr gerne. Jetzt haben wir euch da ein paar Fragen auch bekommen und wir sehen, unsere Zuschauer nutzen das ganz, ganz rege, den Chat. Und ich habe eine Frage zum NPC. Ich habe es mal abgekürzt. Nasal Plug Control ist die lange Bezeichnung, Max. Kannst du uns nochmal die Hauptunterschiede zu anderen Systemen einfach ein bisschen rausarbeiten? Ja, der Hauptunterschied von NPC liegt einfach darin, dass ich nicht nur kontrolliere, habe ich Durchfluss an der Düse oder nicht, das heißt, kommt Wasser oder kommt es nicht, sondern wir kontrollieren hier auch die Ausbreitung des Düsenkegels, das heißt, habe ich nur einen halben Düsenkegel oder habe ich den vollen Düsenkegel, habe ich die 80 Grad bei einer CVI 8002 oder habe ich die 120 Grad bei den konventionellen Düsen. Das heißt, hier liegt der große Vorteil einfach darin, dass ich genau sehe, ist der Düsenkegel richtig ausgebildet und natürlich dann auch die Kontrolle für den Fahrer in Bereichen, die er nicht einsehen kann, beispielsweise hinter der Maschine, in der Fahrgasse, arbeiten hier alle Düsen noch perfekt oder ist hier eine Düse ausgefallen. Also neben der Mengenkontrolle natürlich auch die Verteilungskontrolle, ein, denke ich, extrem wichtiger Punkt. Schwenken wir zum Bandspritzen. Jens, du hast das Ganze kurz erklärt. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, ab wann ist denn die Technologie Bandspritzen wirklich breit am Markt verfügbar? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Es ist so, wir beschäftigen uns momentan sehr intensiv mit der Thematik, teilweise auch schon einige Jahre rückwirkend, dass wir Maschinen im Feld mit begleiten, zusammen mit unseren Kunden, die das Ganze eben nutzen und testen. Wir haben da auch noch ein paar Ideen, die wir zum Beispiel in diesem Frühjahr intensiv testen wollen. Und dann sind wir mal gespannt, was dieses Jahr noch so bringt und wir gehen davon aus, dass wir da zeitnah auch die ersten Lösungen gerade mit der Kamerasteuerung anbieten können. Wenn wir uns mal so die Kulturen anschauen, die wir im Bandspritzen bearbeiten können, kannst du mal so ein bisschen einordnen, die Reihenfolge, wo ist denn besonders interessant, das Ganze? Ja, sehr gerne. Das ist natürlich erstmal bei jeder Reinkultur sehr interessant, weil ich dort mit der Hacke eben kombinieren kann und die Effekte nutzen kann. Und somit ist das natürlich Kartoffel, Mais, Rübe, da passt es hin. Jetzt haben wir natürlich immer das Thema, die Interaktion zur Hacktechnik. Wäre zum Beispiel auch vorstellbar, dass ich sage, ich kombiniere zwei Herbizide, eins, dass ich der Kultur zumuten kann, ich sage es mal ganz bewusst zumuten kann, und eins für den Zwischenraum. Ist das auch ein vorstellbares Szenario? Das ist durchaus vorstellbar, dass man eben dann jeweils den optimalen Zeitpunkt auch nutzt und um insgesamt die Mengen an Pflanzenschutzmittel besser über die Vegetation auch steuern zu können, jeweils den perfekten Zeitpunkt zu nutzen und dann zum Beispiel zwischenzeitlich nochmal mechanisch da interagieren zu können. Ja. Wechseln wir das Thema ganz kurz noch zum Pulsen, also Pulsweitenmodulation. Max, denkst du, ist das die eine Applikationstechnik, die wir zukünftig im Feld sehen werden? Die eine Applikationstechnik wahrscheinlich nicht, aber es wird in Zukunft sich mehr verbreiten, einfach aus dem Hintergrund, dass es sehr viele Vorteile hat. Wenn ich Pulsweitenmodulation betreibe an meinem Spritzgestänge, dann habe ich zum einen immer ein gleichbleibendes Tropfenspektrum, das heißt nicht durch, wie bei herkömmlichen Spritzen, die wir bis jetzt am Markt bekannt sind, dass wenn ich beschleunige, dass dann der Druck steigt, durch den steigenden Druck natürlich eine Anpassung der Ausbringmenge stattfindet und so das Tropfenspektrum sich verändert. Durch die Pulsweitenmodulation verändere ich die Öffnungszeit der Düse und somit kann ich die Ausbringmenge anpassen. Das ist ein Vorteil des Systems. Anderer Vorteil des Systems ist natürlich auch solche Sachen wie Variable Rate per Section. Das heißt, wir können das Gestänge sehr feingliedrig unterteilen, unterschiedliche Aufwandmengen ausbringen, sei es Wachstumsregler, sei es Flüssigdünger. Und hier einfach auch über Applikationskarten sehr präzisen Pflanzenschutz betreiben bei der Pulsweitenmodulation.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, Ein- und Ausschaltzeiten variieren. Das heißt auch die Bandbreite, die nutzbare Bandbreite für ein Düsenkaliber wird größer, oder? Genau, das ist ein sehr positiver Nebeneffekt davon. Das heißt, ich kann hier mit einem Düsenkaliber eine sehr große Fahrgeschwindigkeit abdecken. Beispielsweise von 8 bis 18 km/h können wir hier mit konstantem Tropfenspektrum und konstantem Druck arbeiten und somit natürlich mit einer Düse hier große Fahrbreiten oder große Fahrgeschwindigkeiten realisieren. Ja, ich denke, war eine sehr, sehr informative Runde zum Thema Zukunftstechnologie im Pflanzenschutz. Jens, Max, vielen Dank an der Stelle für den Input. Gerne. Gerne. Ja, und wir gehen natürlich hier Schritt für Schritt voran in unserem Tagesprogramm. Wir werden uns um 14.30 Uhr hier wieder treffen und letztendlich uns ein bisschen über das Thema Verschleiß und Ersatzteile im Unternehmen unterhalten.